Welcome back to another German Food Review, and it's iced tea time from Arizona original brand, iced tea with lemon flavor. What is that, sun brewed style? Sun brewed style, okay, is that correct? Is that sun? Whatever, 500 milliliters, so half a liter, and here is Arizona. An American company. Okay, yeah, how much is it in Arizona or in the States? In Germany, it's €1 in Rossmann. Here, that is Rossmann, and that's a drugstore, a Drogeriemarkt. As you can see here, Arizona lemon, €1.25 for the can. Okay, so in total, €1.25, but you get the 25 cents back if you bring the can back, right? This sign here is important, worth 25 cents. Okay, calories, 30. 8.7% sugar and no salt, good. And the thing is super cold, can't hold it. Okay, black tea extract and lemon flavor. 0.12% black tea extract. Okay, and just a little bit of lemon aroma. And sugar, of course, and obviously water. Oh, yeah, it's really cold. Maybe it's too cold. I hope it's not too cold. Let's open it. Very light smell. I guess it's too cold. Not sure. Maybe it is that light. Maybe. Let's pour it in. And it's quite slippery. So here we go. Looks actually like peach, right? Or maybe just like black tea. Okay, anyway, let's do a thumbnail. Let's do it like that here. And that's okay. Sniff test. Yes, this super light. Not sure. Maybe I should wait a little bit. Ah, let's try it, right? So, post. Okay, it's not too cold. It's quite tasty. Lemon, yes. It's a little sour. And it's really smooth. Smoother than regular water. Nice. And it's not carbonated, as you can see. I like that post. Yeah, it's very easy to finish such a can here. Non-carbonated drinks are just better. Yum. Lemon, yes. Iced tea, yes. A few ice cubes would be nice, I guess. Otherwise, it's quite nice. It's really nice and smooth. Great mouth feeling. Prost. And the thing is super cold, right? Brain freeze warning. But it still tastes like lemon, which is a good sign. Yeah. Good iced tea. Iced tea. Prost. Why is it so smooth, actually? Antioxidationsmittel, not sure. I mean, there's no thickener or something like that in it. Whatever, it feels great, right? Yeah, and tastes good. And it's really refreshing. Post. Thumbs up for Arizona. €1 too high for that. Maybe, not sure. Anyway, thumbs up for Arizona. Thanks for watching. Continue in German. So, es gibt einen Eistee mit Zitronengeschmack. Hier seht ihr Zitrönchen. 500 Milliliter von Arizona oder Arizona, wie man das rum aussprechen möchte. Original Brand. Und hier steht doch Sun, oder? Sunbrewed Style. Ja, sieht so aus. Wie auch immer. Das Ding ist super kalt, kann es nicht halten. Tut mir leid. Tut weh in der Hand. Habe ich im Rossmann gesehen. Für 1 Euro. Kann ich euch zeigen. Hier ist der Preis. Arizona Lemon 1 Euro. Und natürlich Pfand 25 Cent. Den kennt ihr aber. Und das Ding hat. Ja, ist schon ein bisschen mehr als Medium Kalorien 30, denn es hat 8,7% Zucker. Ich keine Ahnung, ob das so viel braucht.
Vielleicht würden auch nur 4,5 reichen, wie auch immer. Ja, oh, Amsterdam. Aber wer hebt das denn 2 bis 3 Tage auf? Das trinkt man doch sofort aus, oder besonders das hier, denn hier ist keine Kohlensäure drin. Ja, das Ding ist wie gesagt super kalt. Das tut richtig weh in der Hand. Und ich dachte schon, es ist zu kalt, aber wir werden mal testen. Sniff-Test. Es riecht fast nach gar nichts, nur so ein ganz bisschen säuerlich. Okay, manchmal ist ein Getränk einfach zu kalt, um zu schmecken. Müssen wir mal hier testen. Ist noch was drauf? Ja, Zutaten. Zucker natürlich, Wasser und Zitronenaroma 0,02%. Schwarzteeextrakt 0,12%. Was ist es überhaupt? Das ist ein Erfrischungsgetränk mit Schwarzteeextrakt und Zitronengeschmack. Ja, werden wir mal eingießen. Büchse sieht auch okay aus. Okay, ist jetzt nicht so mein Design. Sieht ein bisschen wie Indianer aus. Keine Ahnung. Aber okay, sieht auf jeden Fall nicht so hässlich aus. Mal eingießen. So, sieht doch schick aus. Keine Kohlensäure drin, keine Stückchen drin. Oh, soll ich das denn schütteln? Ich glaube nicht, oder? Nur mit natürlichen Aromen. Ich habe jetzt auch gar keine Schüttelwarnung gesehen. Wie auch immer, ist das Arizona oder was ist das ganz genau? Kein Plan. Ja, Prost. Also man kann es richtig eiskalt trinken. Richtig in die Tiefkühltruhe hauen. So dass es schon fast anfängt zu frieren. Es schmeckt trotzdem noch lecker. Nach, ja, leicht sauer. Leicht zitronig. Und es fühlt sich richtig nice an. Es ist irgendwie ganz weich. Es ist weicher als Wasser. Normales Wasser. Schön weich. Ich weiß nicht, woher das herkommt, denn bei den Zutaten sehe ich hier nichts. Was macht das Wasser so weich? Wenn das jemand weiß, bitte mal sagen. Manchmal ist so ein, ja, so ein Stabilisator so drin. Dadurch wird das dann noch nicer. Aber hier ist nichts drin. Und es ist trotzdem sehr nice. Prost. Davon kann man locker in der Büchse ein paar Sekunden wegtrinken. Das geht runter wie nix. Das gleitet runter. Seht ihr auch schon alle. Das bläht euch auch nicht auf, denn da ist keine Kohlensäure drin. Das sieht auch noch ganz nice aus. Das riecht nicht so doll, aber okay, das ist nicht so wichtig. Das muss natürlich schmecken. Prost. Und es schmeckt nach leichter Zitrone. Ja, ist 1 € zu teuer dafür. Ich weiß jetzt nicht genau, womit man das vergleichen könnte. Natürlich nicht mit dem Lidl-Eistee, den man für ein paar Cent bekommt. Das ist ja schon das günstigste. Ich weiß jetzt gar nicht, was kostet denn Lipton und so? Keine Ahnung. Eins noch was, aber da sind dann glaube ich über 1 Liter drin oder so. Ich weiß auch nicht, was davon 1 Liter kostet, keine Ahnung. Aber schmeckt auf jeden Fall. Prost. Ein paar Eiswürfelchen noch rein, wäre nice. Fühlt sich gut an, schmeckt leicht sauer, schön intensiv. Prost. Ja. Den kann man nehmen, wenn man möchte, wenn man Rossmann ist. Oder was das auch sonst gibt. Ich glaube, es gibt viele Arizona in Rossmann zumindest. Irgendwie, keine Ahnung, 8 verschiedene Versionen oder so. Wie auch immer, das bekommt einen Daumen nach oben. Und ist klar, schmeckt nach Zitrone, sollte nach Zitrone schmecken, schmeckt lecker und es fühlt sich super an. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.